Herzlich willkommen bei Cini macht Auge und einem neuen Reaktionsvideo. Heute zu einem Video von Otto Bulletproof und Fabio. Sie haben es geschafft, ein paar hunderttausend ihrer treuen Fans ein wenig zu enttäuschen, würde ich mal sagen. Und da mich das Thema persönlich betrifft, dachte ich mir, sage ich mal was dazu. Wir schauen uns mal die ersten Sekunden an. Da kriegt man dann auch schon das Gefühl, worum es hier eigentlich geht. Herzlich willkommen zu diesem Video. Das Survival Squad ist wieder vereint. Wir sind am Bosporus und wir versuchen, von der asiatischen Seite auf die europäische rüber zu schlucken. Bei Nacht, im Winter, bei Schiffsverkehr, richtig gute Idee, nicht? Ja, also bis hierhin denkt man erstmal, oh, es ist mal wieder ein lustiges Outdoor-Projekt in der Türkei, in Istanbul, den Bosporus überqueren. Ja, wieso nicht? Klingt nach einer fetten Herausforderung. Und es dauert keine 15 Sekunden, also wir sind jetzt bei Sekunde 13. Dann wird eigentlich klar, worum die ganze Geschichte hier handelt, warum das alles letztlich gemacht wurde. Wir hören mal rein. Mit viel Strömung. Wenn das alles klappt und wir das überleben, kriegt Fabi noch die Haare transplantiert. Und vielleicht ich auch noch. Mal schauen, ob das geht. Also eigentlich alles wie immer. Die Leute fliegen nach Istanbul und lassen sich die Haare neu machen. Das Ganze dann aber irgendwie getarnt in einem Outdoor-Projekt. Und ich lasse es einfach mal ein bisschen hier laufen im Hintergrund. Ja, sie versuchen jetzt irgendwie das Ganze noch so ein bisschen zu framen als krasse Aktion. Otto sagte ja sogar gerade noch, wenn wir es überleben. Und wie gesagt, wir sind bei Sekunde 36 und ich weiß nicht, kann man es hier sehen, Haare transplantieren lassen bei Elite Hair featuring Danny und Dr. Balvi. Aha, okay. Einmal geht es gar nicht mehr um Outdoor. Jetzt sehen wir schon mal so Szenen. Wir sehen hier, Otto hat sich schon von vorne nach hinten, wie es so üblich ist, Haare transplantieren lassen. Machen lassen in Istanbul. Hat davon geschwärmt, wie gut das alles gelaufen ist und wie professionell die dort sind. Ich liebe meine Geheimratsecken und wollte die auf keinen Fall komplett zumachen. Habe aber gesagt, komm, ich schaue mir das Ganze erstmal an. Ich fliege mit Fabio erstmal runter. Ich habe gedacht, ja, was willst, was kannst du denn jetzt da machen? Und dann kam mir, hey, ich liebe einfach Gewässerüberquerungen. Bin einfach nur von oben hingegangen, Bosporus, okay, gemessen. Ah, okay, schmalste Stelle, irgendwie knapp 700 Meter oder 650. Tja, müsste ja eigentlich möglich sein, von der einen auf die andere Seite zu schwimmen. Klar, da wird eine Strömung sein. Dann habe ich aber null weiter recherchiert. Kennst du, dass man auf die Uhr guckt? Das wirkt schon alles so merkwürdig. Der sitzt da schon mit den Haaren so, ja, und dann habe ich noch irgendwie ganz stark überlegt, boah, wie kann ich jetzt dieses Placement, diese Werbung, diese finanzierte OP und ja, dieses Influencen unserer Community, wie kann ich das noch irgendwie mit Outdoor in Verbindung bringen? Er ist am Fluss, da können wir doch schwimmen. Ah, ich weiß es nicht. Jetzt weiß ich nicht, vom Schwimmen her, wie gut bist du im Schwimmen? Ich so sechs bis acht Jahre alt war ich im Schwimmkurs. Das sind so meine Schwimmerfahrungen und beim Ocean Warrior. Also kraulen kann ich nicht, ich kann wie so ein Rentner schwimmen. Ja, ich glaube, kraulen in dem dunklen Wasser ist auch gar nicht, man weiß gar nicht, wo man hinschwimmt. Also wenn man ohne Schwimmerfahrung, ohne kraulen zu können, durch den Bosporus schwimmen kann, wir werden ja sehen, also ich vermute mal, sie haben es überleben, außer sie haben mal wieder abgebrochen, dann scheint das gar nicht so schwer zu sein. Sag ich jetzt mal so, als jemand, der hier bequem im warmen Studio sitzt, aber worauf ich hinaus will, also ich will die Aktion an sich nicht schlecht reden, kann man immer mal machen und ich finde es auch eh grundsätzlich gar nicht so clever, sich in wirklich gefährliche Situationen zu begeben und das dann zu filmen. Also davon bin ich gar kein Fan, also soll jetzt nicht so die Kritik rüberkommen, so das ist gar nicht so gefährlich. Mein Take, den ich hier mache, ist halt eher, dass ich sage, ich habe das Gefühl, dass diese neue Haare-Geschichte wirklich auf Biegen und Brechen mit irgendeiner Outdoor-Aktion halt kombiniert werden sollte. Und da werde ich gleich nochmal erklären, wieso das einfach gemacht wird, weil ich kann es eigentlich direkt erklären, so funktionieren halt immer diese Placements. Man bekommt eine Anfrage, hey, hast du nicht Bock, Werbung zu machen? Ich persönlich mache ja keine Werbung, aber hast du nicht Bock, Werbung zu machen? Und dann überlegt man halt so ein bisschen, wie kriegt man das in seinen üblichen Content rein,
gedrückt, so dass das ein bisschen authentischer wirkt. So, und jetzt haben die beiden anscheinend auch noch ein leichtes Ego-Problem, dass sie mit ihren Glatzen oder Geheimratsecken oder ihrem erblich bedingten Haarausfall nicht so ganz klarkommen, was okay ist. Aber ob man damit dann, weiß ich nicht, 700.000 Abonnenten behelligen muss und denen im Prinzip auch noch so ein bisschen das Gefühl gibt, so, es ist eigentlich nicht okay, Haarausfall zu haben, weil du kannst ja was daran ändern, zumindest wenn du genug Geld hast und eine unnötige OP machen lassen. Ach, irgendwie alles, ihr merkt es, schwierig, schwierig. Wir hören mal weiter. Angeblich, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich stimmt, kann man dementsprechend eine Minute im Wasser bleiben und richtig schwimmen. Also ist das Wasser 10 Grad, kannst du 10 Minuten ohne Probleme schwimmen, bevor es dann zu kühl wird. Ja, es ist auf jeden Fall sehr durchdacht, würde ich sagen. Und wir wissen genau, was wir hier tun. Oh Gott. Das klingt wieder nach Chaos. Komplett. Team Chaos ist hier am Start. Yeah. Man muss auch sagen, für die ganze Planung, es hat ein Mann damit betreut, und zwar der Danny von Elitair. Also mal ein fettes Danke vor allem für deinen Input, weil ich weiß nicht, wie du das möglich gemacht hast. Auf jeden Fall hat das möglich gemacht oder du hast es möglich gemacht, dass wir quasi wirklich durch den Bosporus schwimmen dürfen, dass dafür eine offizielle Erlaubnis erteilt wird, ein Boot. So, und hier wird nochmal klar, wie das eben das Ganze funktioniert. Also er bedankt sich bei Danny von Elitair, also von dieser Haarklinik. Das heißt, die haben da einfach gemeinsam gesessen und gesagt, okay, pass mal auf, wie können wir die Werbung eben gestalten? Und dann, ja, was heißt denn bedanken? Also die Haarklinik hat dann eben eine Marketingabteilung und die schreibt alle möglichen YouTuber an. Ach, was ist das denn? Ich habe auch mal so eine E-Mail bekommen. Wir lesen doch einfach mal. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Dr. Güncel Öztürk. Ich möchte Ihnen wirklich zu Ihrer Arbeit an Ihrem YouTube-Kanal gratulieren. Gut gemacht. Ich glaube, es gibt eine Gelegenheit, die Vorteile für jeden von uns freisetzen zu können. Ich bin plastischer Chirurg und habe eine Haartransplantationsklinik in Istanbul. Zufälle gibt's. Ich suche einflussreiche Menschen auf der ganzen Welt, mit denen ich in meinem Haartransplantationsgeschäft zusammenarbeiten kann. Wie ich bereits erwähnt habe, war ich von Ihrem Profil und Ihrem Kanal fasziniert und ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Also erstmal, das ist natürlich automatisch übersetzt, funktioniert aber ganz gut. Ja, diese Anfrage hatte ich vor ein paar Monaten bei mir tatsächlich auch in der Inbox. Hab's nicht weiter beachtet, weil ich mich mit meinem erblich bedingten Haarausfall dann doch einfach abgefunden habe. Gerade frisch nochmal für diese Videoaufnahme rasiert. Guck mal hier, wie schön mit diesen Farben aus dem Hintergrund. Wie auch immer. Ich habe nicht geantwortet, dann kam eine zweite E-Mail, da schauen wir auch nochmal rein. Hallo nochmal, Sinan. Nur ein freundliches Follow-up. Ich konnte keine Antwort auf die E-Mail bekommen, die ich 3 Tage zuvor gesendet habe, aber das ist okay. Zusammenfassend habe ich gesehen, dass Sie einen fantastischen Kanal und Follower haben. Also dachte ich, wir könnten uns gegenseitig wirklich helfen, indem wir zusammenarbeiten. Ich denke, dass es für uns beide viele Vorteile haben wird, wenn wir zusammenarbeiten. Mein Ziel ist es, die Online-Präsenz meines Haartransplantationsgeschäfts durch soziale Medien und Inhaltsersteller zu bereichern. Und jetzt könnt ihr euch eben auch überlegen, ja, solch eine E-Mail wird dann auch Otto und der gute Fabio bekommen haben, mit dem einzigen Unterschied, sie haben sich bei denen gemeldet und gesagt, hey, cool, da können wir doch irgendwas machen. Wir haben ja noch diesen Danny von Elitair, da können wir uns doch bestimmt irgendwas überlegen. Hätte ich alles auch machen können, habe ich nicht, habe immer noch nicht geantwortet. Und dann kam eine dritte E-Mail, da gucken wir auch nochmal ganz kurz rein. Hallo nochmal, Sinan. Wir konnten noch keine Verbindung zu meinen früheren Nachrichten herstellen, aber das ist in Ordnung. Schön, ne? Wie rücksichtsvoll immer. Ich bin sicher, es ist eine arbeitsreiche Zeit für Sie und dies ist meine letzte E-Mail. Ich verstehe, dass das Produzieren großartiger Inhalte zeitaufwendig sein muss. Boah, geht, wenn man so Reactions macht wie hier, geht das eigentlich, ist ziemlich easy. Also dachte ich, ich melde mich noch einmal, um Ihnen mehr über die Partnerschaft zu erzählen, die wir aufbauen möchten. Ich würde gerne Ihre Meinung hören. Wenn Sie interessiert sind und herausfinden, wie wir gemeinsam vorankommen können, lassen Sie mich einfach wissen, ob Sie eine mögliche Zusammenarbeit in Betracht ziehen. Und jetzt wird's interessant. Was habe ich denn davon? Sie erhalten großartige Vergünstigungen wie Transport während Ihres Besuchs, wenn Sie unser Angebot in Betracht ziehen. Wir begrüßen Sie am Flughafen zusammen mit Dolmetscherunterstützung, bieten Unterkunft in einem 5-Sterne-Luxushotel in Istanbul und natürlich eine erstklassige Haartransplantationsbehandlung als Gegenleistung für Ihre Zeit und Arbeit. Sie müssen nur Ihre eigenen Flugtickets bezahlen.
Klingt verlockend, aber ich habe mich ja mit meiner Glatze abgefunden, deswegen für mich nicht interessant. Wenn wir uns aber jetzt mal klar machen, dass selbst jemand wie ich, also der noch relativ klein im YouTube-Universum unterwegs ist, mit paar 30.000 Abonnenten auf meinem Hauptkanal, wenn selbst ich so ein Angebot bekomme, ich muss nur den Flug bezahlen, kostet hin und zurück, keine Ahnung, 200 Euro, Unterkunft in einem 5-Sterne-Luxushotel, ich werde abgeholt, ich krieg die Transplantation, ich weiß es nicht, vielleicht fast umsonst, keine Ahnung. Wenn ich dieses Angebot schon bekomme und so eine OP kostet ein paar tausend Euro, was haben dann Otto und Fabio für ein Angebot bekommen, wo sie ja eine Reichweite haben von ein paar hunderttausend Leuten? Man kann es nur schätzen. Grundsätzlich sprechen wir da ja bei Placements von einem Betrag. Man sagt dann immer, was bekommt man pro 1000 Aufrufe? Und der liegt bei gar nicht mal so wenig Euro. Also es hängt ein bisschen vom Placement ab und wie gut man verhandelt. Aber das kann hochgehen tatsächlich bis 100 Euro für 1000 Views. Das hängt ein bisschen vom Produkt ab. Aber wenn wir davon ausgehen, dass sie ja jetzt das Video haben, von ihnen hat 183.000 Aufrufe. Also wenn sie gut verhandelt haben, dann haben sie dafür nicht nur die Transplantation bekommen, sondern nochmal 10 bis 20 Scheinchen, also die großen Scheinchen, obendrauf. So, wir schauen mal ein bisschen weiter. Wobei, ich mache mal den Ton aus und skip hier mal durch, weil eigentlich ist ja jetzt einfach die Frage, wann geht's eigentlich los? Wann schwimmen sie jetzt endlich rüber? Ja, sie sind jetzt hier früh morgens mit dem Boot dort, ziehen sich aus, es geht ins Wasser und man will natürlich wissen, schaffen sie es? Und jetzt ist interessant, wir sind minutentechnisch gerade mal bei der Hälfte, also 12 Minuten 30 von 23 Minuten, nicht ganz die Hälfte. Lass mich in Ruhe. So, und jetzt wird's interessant, das Statement gleich, wir steigen hier mal direkt ein. Fuck. Oh. Wir wollten ja erst abbrechen, aber dann haben wir gemerkt, okay, der Körper will jetzt, der kann jetzt. Wir wollten erst abbrechen. Hype, Bock, Abbruch. Dann haben wir gesagt, hier geben wir jetzt richtig Gas und greifen an und wollen das Ding auch schaffen. Wir wollen auf die andere Seite kommen. Ja, super spannend. Und das gucken wir uns jetzt an, oder? Ob das klappt, seht ihr bei Fabio im Video. Link findet da unten zu Fabios Kanal und da kommt dann Teil 2. So, also das Video hat bisher fast gar keinen Inhalt. Wir wissen nicht, ob es geklappt hat, dafür müssen wir uns jetzt noch einen zweiten Teil geben. Wie geht denn das Video dann weiter, weil das geht ja jetzt noch 10 Minuten. So, nach unserer kleinen Wasserbadeaktion am frühen Morgen sind wir einmal kurz zurück ins Hotel, haben uns einmal frisch abgeduscht, um dann einfach zu verlegen zu Elitea, also die weltweit größte Klinik für Harttransplantationen. Wow! Das eigentliche Video ist jetzt vorbei. Jetzt haben wir 10 Minuten, wie zwei Männer in der Midlife-Crisis sich ihre Haare schön machen. Okay. Man muss sagen, es ist schon krass. Man kommt da rein, ein unfassbar modernes Gebäude. Die Menschen sind richtig freundlich. Total. Boah, mega freundlich. Ich will auch neue Haare. Schon krass. Ich stelle mir so einfach eine perfekte, ich sag mal, Klinik, Privatklinik vor. Ja, ey, das ist total strange. Also so stelle ich mir das vor. Wieso ist das nicht überall so? Ich meine, ich gehe einfach irgendwo hin und dann sind die Leute super nett und kümmern sich um mich und so stelle ich mir das vor. Komisch, als ich das letzte Mal im Krankenhaus war, da waren die alle mega beschäftigt und man muss sich um total viele Leute kümmern und das Personal ist knapp und die sind zwar auch freundlich und geben ihr Bestes, aber komisch, warum ist das so? So, wir gucken. Wie tatsächlich aus Filmen, also wirklich ultramodern. Dann war auch erstmal natürlich nur geplant, dass Fabio die OP macht, denn ich bin ja erstmal nur als, ich sag mal, Begleitperson mitbekommen. Und Fabio hat dann noch ein paar Untersuchungen machen müssen und gesagt, komm, ich mache die Untersuchung mal mit, mal gucken, was die Ärzte mir sagen würden und was würde nachher, was wären deren Vorschlag jetzt für mich. Otto, wie stehst du eigentlich zum Thema Spritzen? Ich bin ja selber Medic. Ich bin Medic und da muss man sich gegenseitig überall hier Blut abnehmen und Infusionen legen und legt auch die Infusionen in die wildesten. Ich wollte eigentlich gar nicht und dann habe ich mir den Schwanz vergrößern lassen. Ja, pf, gar nicht nötig, aber wenn ich schon mal da war. Und habe die Untersuchung mitgemacht, das lief super strukturiert ab. Also wir hatten eine Station nach der anderen, wo einfach erstmal, es wurde Blut abgenommen, um zu überprüfen, ob es irgendwelche Erkrankungen gibt.
Dann wurde gemessen, ich sag mal, wie wäre ein theoretischer Spenderbereich, sind da genug Haare, sind das welche, die mit mehreren, wo mehrere Haare sozusagen aus einer Wurzel rauskommen, wie ist die Qualität, sind die dick genug? Und das war wirklich so richtig durchgetaktet, aber ohne das Gefühl zu haben, hier ist Stress, sondern überhaupt. Das wird jetzt schon echt so psychologisch echt ein bisschen pervers, ne? Er tut so, und das ist wirklich, ey, no front und so, ey, kein Hate, aber das muss ich irgendwie mal hier erwähnen. Also ich finde das ein bisschen, ich finde das krass, auch noch das Ganze so darzustellen. Ich wollte das gar nicht, ich habe ja auch keine Schönheits-OP nötig. Und da habe ich habe einfach mal so ein bisschen die Untersuchungen mitgemacht und die waren alle super freundlich und das war total professionell und man wird auch gar nicht unter Druck gesetzt. All das ist doch einfach eine komplette Werbekampagne gerade. Das ist doch richtig übel. Also das soll ja im Prinzip diejenigen überzeugen, die vielleicht noch so ein bisschen strugglen, die sagen, ah, ist ja schon eine OP, habe ich das denn nötig? Also genau das. Du machst so, ey, guck mal, ich war auch so. Leute, das sind OPs. Ich finde das richtig schwierig, ehrlich. Und gerade bei dem Thema, also so viele Männer sind betroffen von Haarausfall, Halbglatze und so weiter. Bei mir fing das richtig früh an, schon mit 16, 17 fiel mir hier so die Büschel Haare raus und ich hatte einfach keine andere Option, als mich damit abzufinden. Ja, vielleicht da auch letztlich, Szene als Woche-Zuschauer kennen es, mein stoischer Grundgedanke. Dinge, die ich nicht ändern kann, wie zum Beispiel Haarausfall, kann ich nicht ändern. Einfach akzeptieren. Es ist okay, es ist in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich eben nicht die Person mit vollem Haar, dann bin ich halt derjenige, der die Glatze hat, schon mit Anfang 20. Ist in Ordnung. Annehmen. Einfach das Ganze annehmen. Es ist ja nicht so, es ist ja keine schlimme Krankheit oder so. Zum Glück. Es ist einfach nur Haarausfall. Man hat eine Glatze. Es ist nicht schlimm. Und ich weiß nicht, also was hier jetzt so, so unterm Strich mit dem Video rauskommt von Otto und Fabio, ist so ein bisschen, hey, du kannst das doch auch machen. Und ja, demnächst haben wir nur noch Leute, die also im Grunde ist keiner mehr bereit, Dinge einfach anzunehmen, wie sie sind, sondern wenn genug Geld da ist, wenn oder selbst wenn nicht, man kann ja auch vielleicht sich verschulden oder so, dann einfach mal alles Mögliche verändern. Und ja, ich weiß nicht, finde ich eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Test, jetzt macht er den Test. Und das lief so richtig smooth durch. Ich weiß ja, das Thema Haare ist für Männer extrem wichtig. Ich bei mir zum Beispiel liebe meine Geheimratsecken. Das war immer schon irgendwie so mein Look. Und tatsächlich, seitdem ich 18 bin, wenn ich alte Bilder angucke, hatte ich halt immer schon so Geheimratsecken. Die werden halt immer größer mit der Zeit und finde das auch gar nicht schlimm. Und hätte das wahrscheinlich jetzt auch nicht gemacht, wäre das nicht so eine Spontanaktion und drunter und Fabio gesagt, hey komm, schau es dir mal an. Und dann vor Ort die Ärzte mir so ein gutes Gefühl gegeben haben. Hä? Ey Leute, ergibt das irgendeinen Sinn für euch? Das ist ungefähr so, als würde ich euch jetzt hier sagen, ey, ich habe mich mal in meiner Glatze abgefunden, ich finde die cool, das ist alles easy. Ich bin einfach mal ein bisschen so da. Ist doch gelogen. Ich weiß nicht, also irgendwas ganz. Ich habe ihn gerne geguckt bei Sam vs. Wild Teil 2, aber das ist einem gerade ganz komisch, ganz merkwürdig. Und ich glaube, es kann vor allem für die Leute was sein, die auch sagen, hey, ich habe irgendwie auch vielleicht ein angeknackstes Selbstbewusstsein, weil ich vielleicht Anfang 30 bin und schon eine komplette Glatze bekomme und einfach. Yo! Jetzt gibt es die Möglichkeit, tatsächlich dabei entgegenzuwirken. Und da habe ich nur gute Gespräche geführt, also Leute, die gesagt haben, das tut mir so gut und mein Selbstbewusstsein ist dadurch gestiegen. Ich finde mich einfach selber wieder attraktiv und ich glaube, hey, wenn die Möglichkeit besteht heutzutage, das geht seit ein paar Jahren, warum nicht? Ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Jetzt Haare, dann sagen die Nächsten, ja, ich kann ja ein bisschen Hyaluron irgendwie ein bisschen aufpolstern, ich fühle mich da ein bisschen besser, dann, ja, dann machen wir hier ein bisschen was und dann machen wir da ein bisschen was und die Lippen, die müssen ein bisschen voller werden, das ist ja nur ganz klein, das machen doch schon Kosmetikerinnen und also irgendwie, Leute, nee, also
finde ich eine ganz, 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 ganz merkwürdige Entwicklung. Ich bin grundsätzlich sehr, sehr liberal eingestellt. Ich lasse Leute machen, was sie wollen. Wenn jemand Bock drauf hat, mach das, ja. Vor allem, wenn du die Kohle hast, ey, schnibbel dir rum, polster auf, was immer du willst. Aber ich finde, dieses andere dann auch noch damit da so reinzureden, sie so hart zu beeinflussen, weiß ich nicht. Also, muss nicht sein. Also, könnt ihr auch machen, aber da müsst ihr euch dran gewöhnen, dass dann der gute Glatzkopf-Sini hier sitzt und das halt scheiße findet. So ist ja nun mal die... die Situation hier, jeder kann machen da, was er möchte, aber ich kann mich auch hier hinsetzen und sagen, finde ich irgendwie eine ziemliche Low-Level-Aktion, das Ganze. So, und jetzt, also wir skippen mal weiter durch, dann ist es einfach nur alles geil im Prinzip und war ja nur eine spontane Aktion, hatte eigentlich überhaupt gar keine Probleme mit seiner Glatze, aber mit den Geheimratsecken. Ja, und das Krasse ist wirklich, seit 10 Minuten ist es einfach nur durchgehend eine komplette Werbung für Haartransplantation. Ich möchte hier nochmal eine Sache sagen. Also ich habe jetzt gerade eben ganz stark betont, dass ich diese ganzen OPs fürchterlich finde. Ich finde dieses Nicht-Akzeptieren des eigenen Körpers, finde ich dumm, also bei Dingen, die man nicht ändern kann, ja. Ich bin ja, wer mich kennt, der weiß natürlich, dass ich es total gut finde, wenn man sagt, ey, ich bin mit irgendwas nicht zufrieden, dann packe ich es an, dann ändere ich was. Aber jetzt immer mit irgendwelchen OPs und künstlichen Eingriffen, das ist für mich nicht der Weg. Also es sollte doch irgendwie auf natürlichem Wege stattfinden. Das für mich hieße das zum Beispiel, ich habe vielleicht die Tendenz, eine Glatze zu bekommen, dann nehme ich das an und mache meinen Typ da draus. Aber nicht aus unnatürlichen, mit unnatürlichen Mitteln und so, sondern ich sage einfach, ey, dann ist das so und schneide die vielleicht mir schön frisch alle 4 Tage und dann sieht es doch auch in Ordnung aus. Das ist das eine. Das andere, was mich hier an dem Video massiv stört, ist, im Prinzip, sie nehmen hier, also einmal nimmst du die kostenlose OP mit, du nimmst die Kohle mit durchs Placement, du bringst deiner Community irgendwie 10 Minuten nur irgendwelchen Beauty-Content, du redest denen ein, dass sie es eigentlich machen sollten oder machen könnten und eben nicht, das ist kein Empowerment, du sagst nicht, ey, es ist in Ordnung, wie du aussiehst, es ist in Ordnung, wenn du eine Glatze hast, nö, du sagst, änder das und zwar mit einer OP. Boah, keine Ahnung. Wir können ja mal gucken, und ich sage das am Anfang des Videos, sie enttäuschen ihre Fans, wie denn so die Kommentare ausgefallen sind. Und hier muss ich wirklich sagen, ich bin viele Kommentare durchgegangen und ich habe keinen einzigen positiven gefunden. Irgendwie enttäuschend, dass ihr so billige Werbung macht. Puh, ich muss leider sagen, dass ich von der Aktion mehr als enttäuscht bin. Da Otto ja sagte, Kritik ohne Verbesserungsvorschläge sei nur Gemecker, hier also meine Denkanstöße, Werbung bitte auch im Video als solche kenntlich machen. Einen irreversiblen medizinischen Eingriff ohne Berücksichtigung der Risiken als spaßige Spontanaktion mit einem Kollegen darzustellen, ist echt eher so semi-cool. Und das geht eigentlich in einer Tour so weiter. Ich freue mich schon auf Fritz Reaktion. So, dann hier, ich muss mich hier auch mal ein bisschen auslassen. Ich bin 23 und habe auch mit Haarausfall zu kämpfen. Es sind richtig, richtig viele. Du hast recht, Otto, ich habe kein Anrecht darauf zu bestimmen, was in euren Videos passiert. Ich habe ein Anrecht darauf zu bestimmen, was in meiner Abo-Box landet. Und das wird dieser Kanal mit Sicherheit nicht mehr. Ich weiß, dieses De-Abo und so weiter ist meistens ja so eine Drohung, kommt manchmal auch von Leuten, die nie abonniert haben. Aber ich bin hier wirklich komplett durchgegangen. Du findest keinen einzigen Kommentar, der das irgendwie gut findet. Und wenn es in der Summe, in der Masse vorkommt, dann, ja, dann sollte man sich vielleicht doch mal irgendwie fragen, was hier eigentlich passiert. Für mich muss ich sagen, ich habe bei Otto und Fabio, ist jetzt leider nicht so das erste Mal, dass ich so denke, komische Entwicklung. Survival Squad, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das Ende war auch ein bisschen merkwürdig. Es war dann auf einmal vorbei. Sie haben im Prinzip nichts von dem geschafft, was angekündigt wurde. Sie haben im Trailer sehr viele Hoffnungen gemacht. Im Prinzip kann man sagen, gelogen. Dann wurde am Ende das alles irgendwie auch so ein bisschen schön geredet. Keine Ahnung. Merkwürdige Entwicklung.
Ich wollte über das Thema sprechen, weil es, wie gesagt, mich persönlich betrifft und hier auch mal ein Gegengewicht darstellen. Also, ihr braucht euch nicht operieren lassen und selbst wenn ihr kostenlose OPs, wie ich auch hier angeboten bekommt, überlegt es euch nochmal. Also, ich finde, da doch vielleicht lieber den Weg gehen und sagen, komm, Dinge, die ich nicht ändern kann, annehmen, das, was ich ändern kann, und zwar jetzt ohne sich ständig unter das Messer zu legen, da kann man doch an sich arbeiten. Und mit diesen positiven Meldungen oder dieser positiven Message gebe ich raus zu euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.